aber hallo. Auto vor mir. Ja, das ist dann schick für ihn. Ach Mensch, man sind ganz. Von hier aus sah das so aus, als würde das Schwert im Schild stecken. Eddie, ne? Deine Beinschienen sind auch gleichzeitig ein Regalfach. Man kann sogar damit schwimmen. Man muss halt aber nicht. Welche Treppentauch waren? Ja, aber wieso guckst du ihn jetzt an? Muss mein Namen gerecht werden. Das kommt zurück, aber nur im Gegner stecken. Komm mal, wir können nochmal ecken. Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika, jetzt Klopperei? Die Schlachtmannschaft. Was? Jetzt Klopperei? Ja. Schon wieder? Ihr könnt gerne dazu Musik machen. Ja, okay. Ja. Komm weg. Hallo. Hey, der Kartografer ist ja geil. Ja. Ist der cool. Den habe ich auch noch nie gesehen, so ein Kapodaster. Dankeschön. Was geht hier denn? Was geht hier denn los? Warten jetzt. In 5 Minuten. Jetzt halt für den Marsch, oder? Wollen wir den Marsch begleiten? In 3 Minuten. Du wieder fertig. Ich dachte in 10 Minuten. Wer hat die Sonnenuhr? Einzug der Gladiatoren. Nein. Nee, ich kann doch nicht mal den zweiten Zug. Nein, bloß nicht. Ist das der Grundton? Das ging aber schnell. Alles richtig. Ne? Bitte. Nein. Licht, nein, meine einzige Brutus, Schwäche, Messer. Brutus, nicht du auch. Noch klar. Noch Brutus. Er hört auf mich. Was, Verräteres war ein Verräter? Der hätte das erwartet, ich nicht. Ich würde gerne begleiten, mit dem Marsch. Was bitte? Ich vorweg, oder? Gladiatori! Hä? Bagatti! Equatis passibus, pergite! Und das geht ja noch. Dieser Sand ist so schön. Kommen Sie, Gladiatoren! Gut stehen!
Sonntags das Filz. Ja, ja. Ja. Unterbrechen tue ich nur bei Volltreffern. Wenn einer stirbt, ja, dann sie steht in der Ecke zum Wiederbeleben. Okay. Weil unterbrechen tue ich das, was ich mache, außer bei Volltreffern gehe ich zwischen. Und in dem ersten Kampf stellen sich unsere Provokatrix Medusa. Ein Applaus! Und ihre Gegnerin, ebenfalls Provokatrix, momentan als Tiro noch, Tiro Auszubildender, links! Wir haben zwei Schiedsrichter bei diesem Kampf, den Summerhudes und den Sekundarhudes, also den ersten Stab und den zweiten Stab. Diese beiden werden das Kampfgeschehen lenken, werden bei Bedarf den Kampf unterbrechen. Nur bei Volltreffen dazwischen. Beim zweiten Kampf haben wir ihn noch als Schiedsrichter, das heißt, die kommen dann. So, kurz die Erklärung der Ausrüstung der Provokatoren. Die Provokatoren stellten in der Arena die römische Armee dar. Das kann man unter anderem am Helm sehr gut erkennen, denn der Helm ist ähnlich dem römischen Legionärshelm gearbeitet. Mit dem Schlagschutz an der Stirn. Wir haben dort einen Legionär zu stehen. Ein Optio, das heißt ein Offizier, Unteroffizier, Unteroffizier, ich wollte ihn nicht befördern. Einen langen Nackenschutz, wie man ihn auch dort sieht, sieht man dort auch. Die Wangenklappen, die beim Legionär die Wangen beschützen, wurden beim Provokator einmal um 90 Grad gedreht. Dafür gibt es da noch einen hübschen Gesichtsschutz, den der Legionär nicht hatte. Das hat unter anderem einen großen Vorteil. Das Gesicht des Gladiators wird nicht verletzt. Und mit einem unverletzten Gesicht konnte ich ihn notfalls später teurer verkaufen. Sah ja besser aus. So, des Weiteren tragen die Provokatoren einen halbgroßen Schild. Bunt bemalt, individuell. Man musste sie ja unterscheiden können. So, eine Pektorale, einen Brustschutz bei unserer Lynx. Noch in der Anfertigung. Als einzige Gladiatorengattung hatten die Provokatoren eine Brustplatte, die die römische Rüstung darstellte. Dort als Kettenhemd, hier als Brustplatte. Dann, wie jeder Gladiator, nehmen wir erst die Beinschiene. Eine halbhohe Beinschiene, dem Schild angeglichen. Höher als bei anderen Gattungen, die wir sehen, aber nicht so hoch wie bei einer Gattung, die einen sehr kleinen Schild trägt. Als Hauptbewaffnung tragen sie den namensgebenden Gladius. Gladiator, Gladius, man könnte einen Zusammenhang sehen. Jeder Gladiator trug eine Manika. Ein Schnittschutz am Arm, und zwar am Waffenarm. Am Schildarm bringt er nicht viel, denn dort schützt der Schild. Des Weiteren trug jeder Gladiator einen Gürtel, der die wichtigsten Innereien schützte, auf jeden Fall vor Schnitten. Des Weiteren die römische Sportbekleidung, das Supplicaculum,
Die Sporthose. Die Damen tragen noch ein Strophium, den römischen Sport-BH. So, damit sind wir mit der Armatura durch. Gladius hat mich. Bevor wir jetzt diesen Kampf anfangen, Lynx tritt einmal vor. Ich habe eben gesagt, sie kommt hier als Tiro rein, als Auszubildende. Ihre Ausbildungszeit von einem Jahr ist inzwischen überschritten. Das heißt, sie bekommt von mir jetzt das erste Mal in der Arena ein Metallschwert zum Kampfe. Damit ist sie vollwertige Gladiatorin. Das ist erstens ein Applaus wert und zweitens einen Jubel. Ich gebe nun das Geschehen an den Summerrudes und den Sekundarudes ab. Die werden den Kampf leiten. Ich werde so lange ruhig sein. Gladiatoris. Cognate! Medusa! Wie gesagt, Sie dürfen jubeln und applaudieren, dann machen wir Medusa! Sorry. Einen noch. Wollt ihr noch eine Runde? Ja. Okay. Kommt erstmal wieder zurück, Leute. Okay. Das andere ist Starte und unterbrechen den Kampf. Mach einen schönen Tritt. Okay. Der Schiedsrichter ist die höchste Macht. Hucknate! Starte! War schon genug Bums hinter, dass ich auch wirklich geflogen bin. Mach mal die Kamera aus. Ja, mach mal aus.